Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zur Minecraft Adventure Map mit dem Bram, dem Jay und mir, dem Peter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Jay hat letzte Folge schon angeteasert, dass er gerne ein neues Thema starten möchte und da sind wir alle natürlich ganz gespannt drauf. Bin ich sogar tatsächlich, ich höre auch zu. Bring sofort weiter. Bram, das geht aber, ist aber wichtig für dich. Kannst du reden? Ich kann dir zuhören, ja. Ja, okay, aber was machst du denn da gerade? Moment! Holt er sich schon wieder ein Schnitzel aus? Ich glaube, der holt sich schon wieder was zu essen, der Boy. Nee, das stimmt nicht. Sein. Fisch mit Erbsen und Möhren hatte ich während der ersten Folge. What the fuck? Bin ich eine Frechheit. Aber Peter. Ach nee, Quatsch, Peter. Brammen. So. Liberty möchte das Qualifying in der Formel 1 verändern, indem es quasi statt 3 Qs nur noch schon 4 Qs machen möchte. Okay, was ist der Vorteil davon? Pass auf, die Qs waren die Geschichte mit, wir fahren alle gleichzeitig los und die letzten 10 werden eliminiert, ja? Und dann nochmal ja, und nochmal. Ja, in Q1 werden 5 eliminiert, in Q2 nochmal 5, dann sind 10 und Q3 sind 10 Leute, die noch übrig fahren und die fahren dann um die Wette. Okay, und wo, an welcher Stelle soll das Q4 quasi einsetzen? Also soll es dann quasi neues Q1 geben? Es sollen 4 eliminiert werden, dann nochmal 4 und dann nochmal 4, sodass du am Ende 8 hast in Q4. Okay. Wird das ganze Qualifying damit auch länger? Das weiß ich gerade aktuell nicht, aber marktforschungstechnisch hat Liberty das herausgefunden, dass das von Vorteil sein soll, weil zum Beispiel dadurch die nicht mehr so komische Charaden machen können mit die besten Teams mit den Reifen. Denn um in die Top 8 zu kommen, musst du schon, kannst du nicht die härtere Reifenmischung nehmen, um dann halt ins letzte Qualifying-Segment zu kommen, sondern die erhoffen sich davon, dass sie dann halt auch mit den schlechteren Reifen losfahren müssen. Außerdem darfst du mit, also zumindest ist deren Plan, müssen die ersten 8 die Reifen von Q3 nehmen, so wie es halt jetzt auch aktuell mit den ersten 10 ist von Q2. Und die 9. und Platz 9 bis 20 dürfen aussuchen. Warten. Okay, das heißt, prinzipiell sind die weitergekommen sind im Qualifying, sind dann quasi benachteiligt aufgrund der Reifen. Und um das auszugleichen, weil die ja quasi einmal mehr fahren mussten, ja. Um das auszugleichen, dürfen die mit anderen Reifen starten, während die weiter hinten sind, deren Reifen noch nicht so abgenutzt wurden, die müssen die weiter benutzen. Ja. Nee, Was? Die hinten dürfen doch komplett neue Reifen sich draufziehen. Die hinten dürfen neuere Reifen nehmen. Die vorne müssen die in Q3 in Q2 benutzten Reifen nehmen. Q3 ist es dann, wäre es dann. Wäre es dann, aber aktuell ist es noch Q2. Aktuell ist es Q2, genau. Was sagst du dazu? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen mehr Schwung reinbringt in... Ja, eigentlich ist das komplett egal, weil die ersten 8, davon sind 5 immer gleich. Passt immer. 6 genau, da, genau so sehe ich das auch und ich finde das komplett scheiße, weil warum sollte man das so abändern? Ich bin der Meinung, man soll den Quali-Modus komplett killen. Was, das ist spannender als das Rennen. Ja, ich mach dir da was Spannenderes raus, Peter. Okay. Wie wäre es mit einem Eliminationsrennen? Oh ja, jede Runde fliegt der Letzte raus. Du fährst die ersten 5 Runden und dann fliegt der Letzte raus. Und das machst du dann 20 Runden lang, bis der Erste gewinnt. Und mega geil. Dann darfst du keine Reifen wechseln. Und dann, das ist die Qualifying-Reihenfolge dann. Dafür kriegst du natürlich auch Punkte. Aber in welcher Reihenfolge starten die? Das muss ja auch irgendwie festgelegt werden. Da kann man... Nimmt man einfach... losen. Freies Wäre einfach Training voll 3. geil, wenn gelost wird. Einfach random. Freies Training 3. Okay. Also RNG solltest du da nicht machen, aber... RNG wäre mega, weißt du, dann hast du häufig einfach die guten Teams hinten und so. Nee, pass auf, meine Idee ist dann, dass im richtigen Rennen, wo es die meisten Punkte gibt, der 20. vom Vortag auf Platz 1 startet. Ah, so wie bei den ganz vielen anderen Rennserien. Ja, und damit hast du das Kack-Qualifying weg und du hast 2 geile Rennen. Am Wochenende, Moment, ist doch der 20. vom Vortag, dann kannst du doch einfach auf die Bremse treten, oder? Ja, aber du kriegst ja am Anfang, am Vortag auch Punkte. Ah, okay, das Quali-Rennen quasi ist genauso wertig wie das zweite Rennen. Okay,
Was ist denn, wenn man das vielleicht doch mit Nicht gleichwertig, vielleicht irgendwie ein bisschen abwerten, weil das ist schon Hauptrennen sollte, also man sollte trotzdem irgendwo ein Hauptrennen haben, finde ich. Macht halt schon mehr Sinn, finde ich persönlich. Hast du auch bei der GP2 und Formel 2 und so weiter. Keine Ahnung. Okay, aber ihr findet das Qualifying aktuell spannender als das Rennen, ja? Teilweise, nicht immer. Okay, teilweise. Ich finde das nicht so, weil meistens immer dasselbe da ist und dann nie was passiert, sondern die immer ihre Runden fahren und dann ist einer halt 2 Zehntel schneller und der andere 1 Zehntel langsamer und bla. Ich finde das cool. Find Duelle wie jetzt auch mit Hamilton und Vettel sind halt viel geiler. Und wenn du ja auch schon weißt, okay, du bist jetzt der Letzte, der gerade kurz vorm Eliminieren ist, dann will er nochmal versuchen, da die Brechstange rauszuholen. Ich finde, so einen Elimination-Modus würde ich auch irgendwie geil finden. Verstehe ich nicht, gerade wo das, wo die Amerikaner, ich glaube, das ist eine amerikanische Rennserie auch viel, oder? NASCAR oder sowas, ich weiß das gerade nicht. Finde ich krass, dass Liberty das nicht vorgeschlagen hat. Haas würde sich freuen. Haas, warum? Ja, die haben doch, diese kommen doch aus NASCAR. Ja, okay, aber. Die kennen sich doch damit sowas ganz gut aus. Ja, okay. Ja, die wollen auf jeden Fall, dass Gene Haas. Die wollen den Quali-Modus abändern. Das wirkt so einfach, als wäre er noch komplizierter. Der ist so schon mega kompliziert. Ja, genau, deswegen kannst du ihn ja entschlacken, indem du sagst, der Letzte fliegt. Ey, ich bin da. Wäre nicht voll cool, wenn man die rausfliegen quasi nicht nach hinten machen, also quasi nicht 4 fliegen raus und 8 bleiben übrig, sondern du sagst, beim ersten Mal fliegen 8 raus und dann 4 und dann ist das letzte Qualifying tatsächlich nur zwischen den Top 4. Ja, dann hast du halt wenig Action auf der Rennstrecke, ne, wenn da nur 4 Wagen fahren. Ich verstehe das hier nicht. Das macht mich alles verrückt. Ich zerdenke das hier jetzt auch teilweise. Was ich vielleicht auch noch hätte bedenken können, wo ihr gerade sagtet, so, ja, okay, warum sollte dann nicht einfach man als 20. bremsen, damit man Erster ist? Du kannst einfach die ersten 10 in einer anderen Reihenfolge starten, weil die ersten 10 noch Punkte kriegen. Für das zweite Rennen. Weißt du, so die ersten, okay, pass auf, du fährst mit 20 Wagen los am Samstag. Ja. Werden nacheinander eliminiert, so wie ich das geplant hatte. Und der 20. startet als 20., der 11. als 11. und der 10. startet als 1. Ah. Und der 10. bekommt aber noch Punkte. Also versucht jeder 10. zu werden. Genau, weil er halt viel weniger Punkte kriegt als ein Hamilton, der dann halt 1. wird. Ist doch viel geiler. Weißt du, Vorteile. Nee, du hast ja dadurch überhaupt keinen Vorteil. Klar, ich finde das System sogar gut, weil du dadurch das Feld auch super eng zusammenhältst, weil jeder will ja eigentlich 10. werden am Anfang. Nee, du kannst doch nicht einen, du musst natürlich den den Erstplatzierten vom Samstag dann auch so werten, dass der, also nee, den Stellenwert setzen, dass natürlich die alle Erster werden wollen, theoretisch. Also da muss das halt meinetwegen auch 25 Punkte geben. Wie der Erstplatzierte und der 10. nur einen Punkt kriechen. Ja, dann hast du aber 2 Rennen, dann hast du kein Hauptrennen mehr, was du haben wolltest, sondern hast du 2 äquivalente Rennen. Ja, genau, dann machst du halt dann äquivalent, dass halt der das Samstag nicht, dann 15 Punkte kriegt. 15 Punkte und dann, Bram, ich glaube, das wird kein spannendes Rennen, wenn alle den 10. Platz haben wollen. Ich glaube, das wird richtig, nicht cool. Richtig, dann laufen man die zu 10 parallel über die Linie. Ja, das ist mal ganz witzig bestimmt, aber ich glaube, langfristig wird das keine coolen Rennen. Nee, also aber ich halt nochmal überlegen, beim Rennen dass du nicht. Das halt ausleist. Im Zweifel. Im Zweifel machst du halt dann einfach so, okay, dann ist. Vielleicht machst du das auch als Hauptrennen. Was? Und du machst das zweite Rennen, wo man sich dreht, als Zweitrennen. Dass du quasi am Sonntag nur noch 15 Punkte verteilst für den Erstplatzierten. Aber warum sollte man überhaupt an beiden Tagen Punkte verteilen? Weil Peter sagt ja zum Beispiel, er findet das Quali eigentlich schon spannend. Ja nee, gut, warum? Aber JCD ist schon cooler als die Quali, die es aktuell gibt. Ah, okay. Das ist nicht unbedingt meine Idee, das habe ich natürlich auch irgendwo mal gelesen, aber ich habe mir da nochmal Gedanken drum gemacht. Dass ich das einfach cooler finde. Vielleicht kann man damit einfach nicht so viel Geld verdienen. Naja, wenn du machst doch damit, wertest du doch das Rennwochenende viel, viel mehr auf, dass du da zur Strecke gehst, weil du 2 Rennen hast.
statt halt eine Quali. Also finde ich auf jeden Fall, dass das aufwerten ist. Und da kann ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie. Also, war das, wenn ich samstags rausfliege? Darf ich sonst wieder dann mitfahren? Wenn du rausfliegst, wirst du dann, keine Ahnung, wenn 14 Wagen noch drin sind, du rausfliegst, dann bist du halt 14. Nee, ich meine, dann wird halt in der Runde nicht eliminiert. Dann wird halt nicht eliminiert. Nee, ich meine, darf ich dann am nächsten Tag mitfahren? Ach so, ja. Oder bin ich dann quasi raus? Dann bist du halt, startest als 14. Wenn du als 14. rausfließt. Frage ist halt nur, ich müsste mir nochmal überlegen, wie macht man es, wenn man zu zweit ist, wenn man sich zu zweit raushaut. Der, pauschal der, der weitergekommen ist. Und auch zwar der weiter. Ja, genau. Schön mit, und schön mit weiteste, Walter reinkommt. Das weiteste Teil zählt. Im Zweifel Idee. Hat auch der Kopf, der noch weitergerollt ist. Solange das Teil klar zu identifizieren ist. Ja. Okay, da müsste man das, glaube ich, noch vernünftig überdenken. Nee. Müsste man nicht. Alter, diese Map regt mich gerade so unfassbar auf, einfach nur. Holy shit! Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir können es schaffen. Du bist doch schon so weit gewesen, Peter. Ich glaube, ich brauche mal einen Snickers. Ich werde hier zu Diva. Ja, Alter, das bist du sowieso schon. Okay, zu Oberdiva dann. Diva von Pete's Meat. Nope, Diva. Ist doch alles dasselbe. Jetzt ist ja die Mac vorbei. Wie fandet ihr die denn? Ja. Mega. War krass. Ne, wissen wir noch nicht. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu Formel 1. Ich hatte nochmal eine Frage zu. Alter, ich hab Rammen hier sogar interessiert. Ja, pass auf. Ja, weil die Problematik, warum man das überhaupt umstellen muss. Ja, also ich meine, pass auf. Die Frage stellt sich ja eigentlich, warum machst du nicht einfach ein Quali, wo der Schnellste als Erster startet und dann machst du ein Rennen, ja? So, das machst du ja nicht, weil es so krasse Unterschiede gibt in der Motorenleistung. Doch. Es gibt klare, krasse Unterschiede in der Motorenleistung. Ja, sag ich doch. Und deswegen machst du so ein kompliziertes System. Das mit machst du ja nicht wegen den Unterschieden der Motorenleistung, hast du gesagt. Du, pass auf, du hast ja... Du hast doch verschiedene Motorenleistungen. Ja, genau. Du hast ja Q1 und Q2 in der Quali und den ganzen Scheiß hast du ja nur einfallen lassen, weil halt die einen Motoren viel, viel krasser sind als die anderen, ja? Ja. Weil sonst bräuchtest du so den ganzen Kack ja nicht. Sonst könntest du einfach sagen, so, ey, wir machen Quali, ne? Gib mal Gas. Ein Ferrari ist besser als ein Williams. Genau. Meinst du das jetzt? Ja, okay. So, und dann könntest du einfach sagen, jo, ne, also geht aber nicht, weil der eine halt besser ist. So, sollte man da nicht einfach vielleicht, damit das alles spannender ist, die Einheitsmotoren von mir aus verschippen oder da ja, irgendwie ähnlicher mit werden? Das ist durchaus eine Möglichkeit, allerdings, also finde ich halt, fände ich persönlich jetzt auch nicht schlecht, aber du musst dir ja vorstellen, du glaubst ja wohl nicht, dass Ferrari mit einem Mercedes-Motor fährt, um schnell zu fahren. Oder im Zweifel einen Mercedes mit einem Ferrari-Motor, je nachdem, wer halt die Einheitsdinge macht. Oder jemand Neutrales, wie meinetwegen Porsche. Absolut. Macht, das erwarte ich gar nicht. Das erwarte ich gar nicht, ja. Das erwarte ich überhaupt nicht. Einheitsmotor heißt für mich nicht, dass ihr alle aus einer Fabrik kommen müssen, sondern Einheitsmotor heißt für mich nur, dass alle Motoren feste, gleiche Spezifikationen haben. Ja, zum Beispiel auch hinsichtlich ihrer maximalen Leistung. So, dann kannst du ruhig einen Mercedes-Motor bauen. Also, diese ganze Hybrid-Ära, die da aktuell entsteht, ja, die nutzen die Hersteller ja auch für ihre Serienwagen. Also beispielsweise Mercedes ist da ganz erpicht drauf, dass halt diese Hybrid-Ära bleibt und man nicht mehr zu diesen Saugmotoren, die viel lauter sind, geht, weil die Hybrid-Ära, die auch im Zweifel in entfernteren Sinne als Entwicklung für Straßenwagen nehmen können. Auf jeden Fall. Also das machen wenn die du wirklich. Jetzt ja, sagst, okay, wir nehmen dieses Konkurrenzdenken komplett da raus, dann ist das komplett irrelevant, glaube ich. Also dann kannst du genauso gut auch. Du nimmst dich das Konkurrenzdenken raus, aber du maximierst, also du limitierst die maximale Leistung. Ja, aber damit hast du doch. Aber was willst du denn dann noch forschen? Also in welche Richtung soll ich denn noch beim Motor dann forschen, wenn ich die Leistung limitiere das auf 700 PS? Also was kann denn der Motor dann besser werden noch? Warum keine sollte Ahnung. Man das tun? Genau, bessere Spriteffizienz zum Beispiel. Bessere Spriteffizienz. Ja, und dann fängt man halt wieder an zu tanken. Bessere Spriteffizienz würde auch sowas bringen. Du kannst ja vorher festlegen, wie viel dein Wagen mitnimmt. Ja. Also das würde auf jeden Fall was bringen, wenn du weniger Sprit verbrauchst.
Aber das spricht halt komplett gegen den Motorsport. Der Motorsport steht dafür halt so schnell wie möglich. Ja, das verstehe ich, aber dann ist es ja trotzdem super langweilig, wenn du auf einer Geraden bist, ja, und ein Ferrari oder Mercedes gewinnt halt den Zweikampf immer. Da ist halt keine Spannung bei. Ja, ja, da bin ich auch bei dir. So, also musst du halt ausmachen. Oder du machst das halt immer für den Gewinner, für die ersten 5 Leute des Rennens. Keine Ahnung, die haben kein DRS. Im nächsten. Kein DRS ist schon hart. Oh, fuck. Hamilton braucht kein DRS. Der startet als Erster und kommt als Erster rein. Der benutzt eh nie DRS. Ich weiß nicht. Ich glaube, das braucht gar nicht halt einfach. Wenn du in der umgekehrten Reihenfolge meinetwegen dann, wenn man jetzt zum Beispiel Russland-Ding nehmen müsste, dann hättest du dann Hamilton auf 10, Bottas auf 9, Vettel auf 8 und davor hast du dann die Red Bull als Bremsklötze und so weiter und dann auch im Zweifel den Haas und so weiter. Ich glaube schon, dass das wirklich? Ich glaube schon, dass du dadurch deutlich mehr Action hast. Ich glaube aber auch generell der Meinung, dass du nicht. Ja, das mag die ersten paar Runden aktuell so sein. Ich bin aber auch der Meinung, dass man das insofern auch nochmal nicht unbedingt. Also der Modus, finde ich, er ist schon deutlich geiler dadurch. Aber du musst halt auch nochmal die Wurzel allen Übels ziehen, indem du quasi die Ungleichheit der Etats nimmst. Also du hast ja ein Ferrari, was halt einen viel, viel höheren Etat hat als einen Force India oder Racing Point, obwohl jetzt ist das vielleicht andersrum. Aber ihr wisst vielleicht, was ihr meint, liebe, was ich jetzt meine. Also du hast halt einen anderen Etat als kleines Team, als halt als großes Werksteam, wie Ferrari, Mercedes, Renault. Die haben halt die größten, und Red Bull. Red Bull ist zwar kein Werksteam, aber Red Bull hat noch eine fette Marke dahinter, die halt viel Kohle haben. Und wenn man das irgendwie versucht zu regulieren, indem man halt zumindest erstmal allen Teams per se gleich viel gibt, oder beziehungsweise einfach jedes Team 200 Millionen oder 100 Millionen nur noch investieren darf, fände ich das, macht das schon viel aus. Okay, aber dann habe ich eine Frage. Wo ist denn dann der Unterschied, ob ich dir jetzt das Forschungsbudget kürze oder ich dir gleich sage, du darfst nicht mehr als 700 PS haben? Man kann ja auch noch anders das. Muss die Etats halt dann verändern. Was ich halt damit bezwecke, ist, dass ich hoffe, dass diese Top 3 Teams eingestampft werden, sondern eingestaucht werden in ihrer Schnelligkeit, weil also die haben ja, die überholen ja, die, wenn die wollen, glaube ich, können die zumindest Ferrari und Mercedes aktuell jeden außer vielleicht Red Bull überrunden. Und das tun sie halt auch. Und das ist nicht der Sinn der Sache, dass die eine Sekunde oder so schneller fahren, finde ich. Und da muss man halt irgendwie dran deichseln, dass du da quasi die kleineren Teams mehr Etat gibst. Man muss ja auch, man kann ja, okay, man kann das ja auch zwangsläufig so machen, dass du halt irgendwie nicht auf 100 Millionen kürzt, sondern ich weiß nicht, Ferrari hat, glaube ich, ein Etat von 300 Millionen oder sowas oder 250 Millionen oder sowas, dass man quasi dann halt im Zweifel Teams nimmt, die halt 80 Millionen Etat nur haben, dass die dann halt irgendwie über die Geldverteilung, die bekommen, halt einfach da Vorteile haben. Dass die halt im Zweifel 150 Millionen statt halt die 80 Millionen nutzen können. Geldverteilung finde ich tatsächlich den schlechtesten Weg, daran zu gehen. Weil hinter den großen Marken steckt auch so viel Werbebudget und. Du machst, wenn du sowas, glaube ich, regulierst, machst du dir, glaube ich, super viel kaputt. Wenn das Werbekunden uninteressant wird, hast du halt verloren. Sehr interessant ist beispielsweise was ich gelesen habe, Ferrari ist noch richtig in Fiat eingegliedert und die hängen quasi am Fiat oder Ferrari am Ferrari oder Fiat Automobil-Etat sozusagen, also wenn quasi wieder ein paar Arbeitsstellen gekürzt werden bei Ferrari, dann hat quasi Ferrari wieder mehr Etat für das Rennteam. Und Mercedes hat ein einzelnes Team. Die haben eine einzelne, die haben mit AMG Mercedes ist es quasi was Eigenständiges, was nicht am Konzern Daimler hängt, sozusagen so sehr. Also das ist potenziell missverständlich, weil AMG gehört natürlich Daimler. Ja, aber nein, aber die haben, ja, okay, wie drücke ich es aus?
Die haben ein eigenes Unternehmen, die AMG GmbH, whatever. AMG die Racing GmbH oder genau, sowas. Die halt die nicht die ihr eigenes Geld macht. Quasi. Und wenn halt Mercedes oder, keine Ahnung, Mercedes weniger Autos verkauft, heißt das nicht direkt, dass der Etat von dem F1-Team gekürzt wird. Genau. Ja, in der Theorie nicht, aber natürlich könnte dann auch Daimler sagen, yo, ne, wir verkaufen weniger Autos, bitte im Sinne der Aktionäre hochschütten, euer Gewinn ist jetzt halt Konzerngewinn. Also, where's the fucking difference? Kann theoretisch passieren, ja. Aber aktuell ist das halt noch nicht so und scheinbar ist das, also war mir auch noch nicht klar, wie Jay das sagt, scheinbar ist das bei Ferrari viel enger in dem ganzen Unternehmen drin. Ja, also wenn man beide Teams sieht, scheint ja beides vollkommen wurscht zu sein. Die ballern halt. Die haben halt, also was ich halt möchte ist, ich will, dass die kleineren Teams mehr Chancen haben. Und was auch ganz wichtig ist bei der Formel 1, da habe ich mich auch schon genug drüber aufgeregt, Paydriver aussortieren. Und das ist halt auch noch für mich wichtig. Du hast aktuell nicht die 20 besten Fahrer der Welt dort. Oder die 20 möglich besten Fahrer, die dahin wollen. Sondern sondern wie in der LCS. Ja, ich habe Kohle und kaufe mir halt ein Team. Genau, ich habe Kohle, ich kaufe mir einen Sitzplatz. Im Auto. Und das ist kein Sport. Und das LCS-Team, sind wir mal ganz ehrlich, das ist scheißegal, ob, also das ist ja noch ein Unterschied, ja. Wir reden ja dann von wenn du vom LCS-Team redest, Bram. Also das wäre ja so, ich könnte jetzt so irgendwie, wer ist denn in der LCS? Fnatic, könnte ich anrufen und sagen, okay, ich habe jetzt hier 2 Millionen Euro, Fnatic, ich möchte jetzt ab jetzt euer ADC sein. Ja, Obwohl ich überhaupt keine Qualifikation dafür habe und die würden halt alles verlieren. Ja, genau, so könntest du das halt in der Formel 1 machen. Wenn ich die Kohle hätte. So machen sie es in der Formel 1. Ja. Ja, Qualifikation brauchst du schon? Ja, okay, komm, ganz ehrlich, nee, du brauchst auch, aber du bist, also ich weiß, ein Lance Stroll ist natürlich ein besserer Rennfahrer oder Autofahrer als Jonathan Apelt, aber ein Lance Stroll ist schlechter als ein Herr Ocon. Ja, das glaube ich auch, und Ocon wird nächstes Jahr wahrscheinlich keinen Sitz haben. Aber wir müssen jetzt hier mal langsam zum Ende kommen, denn die Folge ist längst vorbei. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ja, nee, so war das, nicht gemeint. Die ganze Folge mit Formel 1 gefüllt, ey, Alter. Oh, easy sogar. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.